So, Freunde, da wären wir hier beim Qualifying in Monza in Italien und es ist Samstag 12 Uhr. Und ja, dann würde ich sagen, schnell das Auto. Nein, hier war es. Das Auto einmal kurz bearbeiten und zwar 5 Runden fett. Und dann ab draußen, bevor wir hier großartig in den Verkehr kommen, dass wir hier schon mal ja, die eine oder andere gute Runde hinhauen können, damit wir zumindest schon mal Q2 sicher haben. So, und Vollgas. Mit 350 Sachen hier rüber. Uiuiuiui. Ja, das ist ja ganz toll, wie ihr hier Platz macht für jemanden, der auf einer schnellen Runde ist. Bin begeistert. So, mit dem Hülkenberg hatten wir gestern schon unsere Scharmützel hier an dieser Stelle. Und ich glaube nicht, dass der auf einer schnellen Runde ist, weil wir so schnell draußen waren. Das hieße, der hätte uns ja in der Einführungsrunde überholen müssen. So, aber hier sind wir super durchgekommen, durch die beiden Stellen. Jetzt tu mal nicht so, Kollege. So, komm. Noch Fragen oder was? Warum ist der Hülkenberg so schnell? Ah! Man muss hier wirklich am Scheitelpunkt der Kurve den finden und dann sofort wieder Gas geben. Oh. Ach, der Della Rosa oder was? Puh, das kann ganz schön knapp werden hier. Also wir haben es hier wirklich in der ersten Schikane scheinbar verbockt. Eieieiei. Bin gespannt, ob die Rundenzeit noch zählt. Ich glaube eher nicht. Oh ja, sieht bisher sehr gut aus und es läuft auch weiter. Mein Gott, das ist hier echt eine harte Nummer. Da müssen wir nochmal neu ansetzen. Das wird dann doch ein bisschen zu wild hier. Oh ja, das wird ja lustig jetzt. Direkt ins kalte Wasser geworfen. Aber gut gefangen. So, und jetzt bitte nicht die Paraboliker kaputt machen. Oh ja, das war besser. Und das ist ein zweiter Platz. Der sollte eigentlich recht sicher sein. Jetzt können wir gleich nochmal bisschen Achterbahn fahren, wenn ihr Lust habt. Bisschen Achterbahn fahren. Yay. So, und schnell, bevor es irgendjemand gesehen hat. Schade, ich wollte eigentlich direkt über die Curbs rüberballern. Aber dann hätten wir da ein paar Autos kaputt gefahren und das hätte eine Strafe gegeben. Ja, dann schauen wir doch nochmal. Oh. Oh, nur noch Achter. Ah, das ist schon wieder so saueng da oben. Also, erster Sektor 8 Zehntel, die wir gewinnen, zweiter Sektor 7, die wir verlieren und dritter Sektor 2, die wir verlieren. Aber das sollte eigentlich reichen. Ich meine, wir sind Achter, aber haben halt nur eine Zehntel Rückstand auf den ersten. Da dürfte nach hinten nicht mehr viel passieren. Und so sieht es dann auch aus.
Ja, und der Kommentar oder die Box, die ist wieder verstummt. Dann habe ich jetzt schon wieder das zweite Mal diesen Fehler. Komisch. Aber gut, so quatscht uns wenigstens, oder so quatscht mir zumindest keiner rein. So, 10. Platz. Und ich mache eine kurze Pause und dann geht's nach Q2. So, wieder zurück. Ja, da musste ich an die Tür mir ein Paket abholen an der Post. Gut, so, dann geht's weiter. Wir waren ja gerade hier beim Qualifying in Q2. Jetzt müssen wir natürlich zusehen, dass wir hier schnell wieder rauskommen. So, zack, raus auf die fliegende Runde. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, nach dem Wetter zu schauen. Mist. Aber es wird, wenn ich mich nicht täusche, ein bisschen dunkler am Himmel. Nee, hab mich getäuscht. So, wieder mit 350 hier langziehen. Uiuiuiuiui, das wird nix. Ja, die Rundenzeit ist hinüber. Das dachte ich mir. Gehen wir mal wieder schnell in die Garage. Aber die Strecke, da gibt es ja eigentlich... Ja, man kann hier andere behindern, klar, aber... So, jetzt haben wir ja ein bisschen Zeit. Also, Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0 und morgen bei 44. Ja gut, hat sich nicht viel geändert. So, dann mal auf ein zweites. Da habe ich irgendwie noch eben versucht, vielleicht doch noch an dem Hamilton oder wer das war, vorbeizukommen. Aber das hat nicht geklappt. So, jetzt hoffe ich mal, dass wir gleich keine Überraschung haben, die aus der Box rauskommen. So, sieht gut aus, freie Fahrt. Dann wollen wir mal gucken. Denn es geht hier ja wirklich um jede Zehntel. So, und das war schon mal nicht so gut. Oh, 1,2 Sekunden Vorsprung. Mehr als sonst. Aber sicher können wir uns damit noch nicht fühlen. Maximal für Q3 sicher. Wobei auch da bin ich mir nicht ganz so sicher. So, das war eindeutig zu oft sicher gesagt. Das musste mit einem Ausflug in die Boxengasse enden. So, hier können wir, denke ich, mal gut ansetzen. Oh Mann, ey. Das kostet wieder Zeit. Genau an dieser Stelle, wo jetzt eine lange Gerade kommt. Eieiei, das war nicht so gut. Ja, immer wieder im Rückstand. Aber wir sehen, da ist deutlich, ist eindeutig was drin. Also das könnte auch noch eine Pole werden heute. Entweder eine Pole oder wir fliegen komplett raus. Kann beides bei rumkommen. Ja, doch, hat gepasst mit dem Ansetzen. Aber es ist nur der 16. Oh. Haben wir doch noch was verloren. Wollen wir es jetzt mal ein bisschen besser machen wieder. Oh Mist. Ah, jetzt müssen wir zusehen, dass wir hier in 7 Minuten noch gute Runden schaffen. Weil das wäre eine Enttäuschung, wenn wir hier jetzt wirklich vorne mitfahren können von der Zeit und dann in Q2 rausfliegen als 17. Da ist mehr drin. Uiuiuiuiui. Sowas kann auch mal gerne tödlich enden, wenn man sich mit 350 der Boxenmauer nähert. Wow,
waren wir wieder zu spät. Naja, da waren wir wieder zu spät. Da muss ich jetzt doch mal die Rückblende nutzen. Boah. Also die Bremsen wollen nicht so wirklich, wie ich das will. Müssen wir mal gucken, ob hier noch eine Sekunde Vorsprung jetzt bei rumkommt. Ah, nicht ganz. Müssen wir jetzt zusehen, dass wir hier den Rest gut machen. Ja, das war schon mal nicht so gut. So, was macht der da vor uns? Jo, Herr Rosberg, das war ganz elegant. Kündige das doch vorher an, wenn du ausweichen willst, genauso wie ihr Idioten hier. So, 2/10, das geht noch, weil wir haben auch noch ein bisschen Kers. Jetzt die Parabolika und dann sind wir in Q2. Und 14. Scheiße. Ah, dass ich hier immer ins Kiesbett noch fahre, ey, das ist so dämlich. Da waren wir schon durch und dann trotzdem noch der Fehler. Das ist ärgerlich. Wenn wir hier schon beim ersten Sektor schon zurückliegen, dann wird das nichts. Sparen wir uns das Kers nochmal für die nächste Runde auf. Beziehungsweise nicht für die nächste Runde, sondern für Start-Ziel. Eieiei, das wäre echt bitter, wenn das jetzt nicht klappen wird hier. So, und jetzt aber. Und ich hoffe, das Benzin reicht aus. So, das war schon mal gut. Das nicht. Aber das ging noch. 1,4. Beste Zwischenzeit, die wir hier bisher hatten. So, und bitte, wenn's Motor nicht drosseln, wegen des Benzin, was uns jetzt ein bisschen fehlt. Ich hoffe, das gibt jetzt keine Probleme noch. Denn dann sind wir hier raus. Noch eine Sekunde vorne. Theoretisch wäre noch eine nächste Runde drin, aber das Benzin wird das sicherlich nicht zulassen. Aber für diese Runde reicht es wohl noch, ja. Und der 5. Platz, wunderbar. So, dann fahren wir jetzt Achterbahn, oder? Naja, gut, so schlimm war es ja nicht. Ja, das sieht gut aus. Verwarnung abkürzen. Ich glaube, wir sollten schnell in die Box gehen. Und so einen Scheiß lassen wir jetzt in Zukunft. Und der 5. Platz. Da ist es dabei geblieben. Das heißt, wir sind wieder in Q3.
das wird aber auch mal Zeit. Und ja, dann bin ich jetzt mal gespannt. Also, das werden wir, wird es wahrscheinlich hier wirklich um die Zehntel wieder gehen. Ich bin sehr gespannt. Also, wir nehmen uns hier natürlich neue Reifen. Und dann geht es ab. Alles oder nichts, hä? Kann alles oder nichts bei rauskommen hier. Oh, das war schon mal hart an der Grenze. Bisher sieht es durchaus vernünftig aus. Ja, doch, kann man bisher anbieten, ne? Okay, das kann man besser machen. Aber wir haben ja zwei Rückblenden, die sollten wir dann auch wirklich jetzt nutzen, weil wir doch sehr gut unterwegs sind an dieser Runde. Au, Backe, da habe ich gepennt. Den Bremspunkt wieder nicht erwischt oder auch gar nicht so nachgedacht. So, jetzt aber bitte. Ja, das sah doch besser aus. So, und jetzt purze. Jetzt gibt es hier gerade die Bestzeiten alle. Und dann schauen wir mal, wo wir uns da einordnen können. Erster. 13. vorne. Das wird hoffentlich so bleiben. So, und damit ist die Runde dann natürlich auch erledigt. Ja, dann würde ich sagen, geht's mal in die Garage. So, 9. Da haben die uns aber richtig gut durchgereicht. Na super, da habe ich mich schon gefreut, dass wir hier jetzt die Pole haben. Und dann, ja, kommt da der 9. Platz. Wie gesagt, es kann alles bei rumkommen. Jetzt müssen wir nochmal, aber jetzt haben wir auch keine Rückblende mehr. Also ich glaube, das wird beim 9. Platz bleiben. Aber das könnte ja sogar reichen, um noch ganz vorne zu kommen. Vernünftig. Also bisher alles wunderbar. Halbe Sekunde schneller, das heißt, als vorhin, das heißt, wir sind auf Polkurs. Dürfen halt nur keinen Fehler machen. Ja, das wird ganz eng.
So, und jetzt bin ich gespannt. Das kann alles werden. Und es ist der erste. Wieder 4/10 Vorsprung. Und jetzt hoffe ich doch mal, dass die nicht nachziehen können. Ich könnte nochmal gucken, was hierbei rauskommt, aber ich glaube, das wird nicht reichen. Ne, war sowieso schlechter. Nein. In die Garage wollte ich. So, und dann gucken wir mal, was kommt bei raus. Eine Minute noch und wir sind tatsächlich ganz weit vorne. Und das war eine Traumrunde, die wir hier gemacht haben. Alonso 3, Grosjean 2, Hamilton, unser stärkster Konkurrent hier, 4. Ja, wunderbar. Gut, dann lassen wir es mal runterlaufen und ja, also das ist die Pole, so ist es. Wunderbar, wunderbar, das ist ja mal wieder schön, mal endlich mal wieder eine Pole Position. Und dann werden wir mal sehen, wie wir sie morgen dann in dem Rennen verteidigen können. Also, es sieht wieder so aus, als wenn wir das wieder so machen könnten, dass wir ja möglichst lange draußen bleiben wieder. Natürlich versuchen, auf Platz 1 zu bleiben, selbstverständlich. Und vielleicht kriegen wir ja einen Boxenstopp geschenkt, falls es dann diesmal anfängt zu regnen. Nicht wie in Spa letzte Woche, sondern diesmal vielleicht wirklich. Wir werden sehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Hier bei F1 2012. Bis dann.